Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gemini Box von Artefakt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gemini von Artefakt, das Ganze am 11. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Album der Band Artefakt. Wir haben hier eine Box im Querformat, werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufschneiden und dann können wir die Folie auch schon abziehen. So, also das ist die Box an sich. Die kommt hier in einem Weißton. Oben lesen wir einmal den schwarzen Schriftzug Artefakt, darunter den Albumtitel Gemini. Links gibt es dann hier noch einen Heiligenschein und Engelsflügel und rechts sieht so nach Teufelsschwanz aus und zwei Hörner. Zwei Teufelshörner. Ja, das Ganze symbolisiert hier so die gute und die schlechte Seite, also das Gute gegen das Böse. Das sehen wir auch hier in der Mitte des Covers. Und zwar haben wir hier das Ganze so gestanzt, bedeutet der eigentliche Boxdeckel oder das eigentliche Cover kommt erst dahinter zum Vorschein. Wir haben hier dieses Logo hier gestanzt und dahinter, ich gehe mal davon aus, man kann das hier dann, ja, man kann das hier dann so aufklappen. Schauen wir mal ganz kurz, dass wir da nichts beschädigen. Es ist hier seitlich fest. Gar nicht so einfach. Es ist hier an dieser kleinen Lasche hier befestigt. Und jetzt möchte ich natürlich nicht, dass da irgendwas einreißt. So, wir probieren es mal so. Nehmen wir einfach das Messer jetzt ein bisschen genau als Hebel verwenden. Jetzt hat es funktioniert. So, das ist dann das Cover. Wir haben hier darunter zwei Engel, die hier miteinander im Kampf sind. Beziehungsweise einmal ein Engel und einmal ein Teufel. Das sieht nämlich nicht so nach Engelsflügeln aus. Ja, kommt aus der Mythologie, die zwei Brüder, die zwei Zwillinge, glaube ich sogar, denn Gemini ist, also heißt Zwillinge und die sehen wir hier im Kampf miteinander. Also, wenn euch das Thema weiter interessiert, gerne mal nachschauen. Das kommt aus der Mythologie, die Geschichte. Dann haben wir hier auch wieder Artefakt plus Gemini stehen. Oben nur Artefakt, links Gemini, rechts Gemini und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Hier haben wir den Inhalt aufgelistet und zwar lesen wir hier Digipack-CD, Bonus-CD, Becherset, 4 Designs, zweimal beidseitig besticktes Schweißband, beidseitig geprägte Münze mit Lederband, bedrucktes Metallplektron, Aufklebersticker, unterschriebene Autogrammkarte. Also das klingt nach einer Menge Inhalt. Dann haben wir hier noch die Katalognummer und natürlich die beteiligten Labels. Das Ganze erschien über Rookies und Kings. Soulfood, die haben den Vertrieb gemacht und in der Mitte gibt es noch einen Barcode. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben und uns auch hier dieses Cover in seiner Pracht angesehen haben, packen wir die Box hier mal wieder zusammen und widmen uns der oberen Öffnung, denn hier befindet sich dann der eigentliche Inhalt. So. Also, hier lässt sich das dann rausnehmen, wie so eine Kassette, wie so eine Box in der Box. So, jetzt ist hiermit alles leer. Und das ist dann die Box in der Box, die dann den eigentlichen Inhalt beinhaltet. So, kommt hier tatsächlich wie so ein kleines Köfferchen. Und hier kommt uns dann der Inhalt entgegen. Also, was haben wir hier? Wir haben hier einmal das Album an sich im Digipack. Dann haben wir auf der rechten Seite zwei Plastikbecher samt einem Schweißband. Packen wir mal zur Seite. Dann haben wir noch weitere Plastikbecher, zwei Stück, ein weiteres Schweißband und hier dann das Plektron. Das dürfte dann die Münze sein. Dann gibt es noch hier die Bonus-CD. Und die Autogrammkarte.
So, oh, da haben wir sogar noch einen Sticker, den hätte ich jetzt fast übersehen. Jawohl, so, jetzt ist dieses Teil hier leer. Packen wir zur Seite, ebenso wie die anderen Inhalte. Und ein paar Sachen sind noch in Folie, nämlich die Schweißbänder, also auch natürlich das Album. So, die Schweißbänder, ich glaube, das geht ganz einfach. Einmal hier aufreißen. Nummer 2. So, und dann kommen wir natürlich zum Album. Das kommt hier in einem Digipack. Und so sieht das aus. Also das Cover der CD des Digipacks ist ident mit dem Boxcover. Wir haben hier dann wieder das Ganze gestanzt und hier zum Aufmachen. Auf der Seite lesen wir Artefakt, Gemini und die Katalognummer RK300. Und auf der Rückseite gibt es die Tracklist. Die ist hier mit römischen Zahlen durchnummeriert. 13 Tracks an der Zahl. Dann lesen wir hier noch, dass Musik und Text von André sind, also dem Sänger, dem Frontmann der Band. Und dann schauen wir mal rein. So, das Cover. Und hier haben wir dann als erstes mal das Booklet. Oh, das wurde hier abgeknickt, okay. Werden wir dann mal wieder richten. So, hier geht's dann los mit den einzelnen Tracks und die sind hier Wort für Wort abgetippt. Also, jeder Track hat hier eine eigene Seite und wurde hier erfasst. Wunderbar. Kann man dann mitsingen oder nachlesen, je nachdem. Sehr schön gemacht, schwarz auf weiß. Dann haben wir in der Mitte ein Foto der Band, die vier Herrschaften hier abgebildet. Dann geht es hier weiter. Ohne Ende Lyrics. Nochmal ein Foto der Band. Und natürlich die Album-Credits. Ja, das alles hier in diesem Booklet. Dann kommen wir zur Album-CD. Die sieht so aus. Auch hier haben wir wieder die beiden Widersacher, die gegeneinander kämpfen und hier die Schwerter oder Speere, die Waffen hier kreuzen. So sieht die CD aus. So, dann packen wir das Digipack mal zur Seite. Damit nicht genug, wir haben noch eine zweite CD, die Bonus-CD. Die sieht so aus, kommt hier in einer Papphülle, Bonus-Tracks lesen wir hier. Und hier sind dann nochmal zwei Tracks mit drauf. So sieht dann die CD aus, in Rot und Schwarz. So, und wie gesagt, kommt in einer Papphülle. Also 13 Tracks plus die zwei ergeben dann 15. Dann ist mit dabei ein Sticker, der kommt hier im Querformat in Weiß und Schwarz, ganz schlicht gehalten. Eine Autogrammkarte ist mit dabei. Hier haben wir die vier Bandmitglieder und alle vier haben auch unterschrieben. Also André, Kevin, Sven und Ulrich, alle hier mit schwarzem Stift verewigt. Auf der Rückseite ist das Ganze hier in so einem Postkartenlayout. So, dann haben wir die Trinkbecher. Vier Stück sind es geworden. Sind so aus Kunststoff, wie so Becher von so einem Festival oder im Fußballstadion. Man kennt das vielleicht. Hier lesen wir Artefakt. Und dann haben wir hier das Engelssymbol mit den Flügeln und dem Heiligenschein. Dann einmal hier wieder das Zwilling-Logo. Artefakt. Also Artefakt haben alle draufstehen auf der Rückseite. Nur die Vorderseite ist eben bei allen Vieren unterschiedlich. Also wir haben hier einmal den Teufel, einmal den Engel, einmal das Zwillingssymbol und einmal das Artefakt-Logo. Also die vier Becher unterschiedlich bedruckt. Dann kann man die auch unterschiedlichen Personen zuordnen und auseinanderhalten, damit jeder weiß, wer aus welchem Becher trinkt. So, dann gibt es was, was ich schon lange, lange nicht mehr gesehen habe. Und zwar Schweißbänder. Ja, ich dachte, um ehrlich zu sein, sie sind ausgestorben. Also ich sehe, um ehrlich zu sein, wenig bis gar niemand mehr damit rumlaufen. Waren so in meiner Kindheit, in meiner Jugend mal eine Zeit lang ganz verbreitet und in Mode. Schauen wir mal ganz kurz. Links trage ich die Uhr, deswegen probieren wir es mal rechts.
So. Also so sieht das dann aus. Wir haben hier ein schwarzes Schweißband mit dem Artefakt-Logo. So, auch in schwarz, hier in so einem glänzenden Schwarz aufgestickt. Und auf der Unterseite haben wir dann hier das Engelsymbol. Dann gibt es natürlich noch den zweiten mit dem Teufelsymbol. Also je nachdem, für welche Seite man sich entscheidet oder man trägt einfach beide. Und dann kann man sich halt auch aussuchen, ob man hier Artefakt-Logo repräsentieren möchte und das Ganze auf der Hand, auf dem Arm trägt oder lieber hier Engel und Teufel. So, weiter geht's. Wir haben hier dann noch in so einem kleinen Plastik, in so einem kleinen Druckverschlussbeutelchen hier so einen Metallteil und zwar ein Plektron. Hier lesen wir auch wieder Artefakt. Und das Ganze ist aus Metall und ist auf der Rückseite glatt, aber auf der Vorderseite hier wieder mit diesem Zwillingssymbol entsprechend geprägt oder bedruckt. Ja, ich meine, ich muss das jetzt nicht unbedingt aufmachen, weil ich glaube, man erkennt es auch so, was hier drin ist. So sieht das aus. Gut, und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch eine Münze. Die kommt hier in so einem kleinen Schächtelchen. Und die Münze an sich hat dann hier Platz auf so einem roten Kissen. Hier ist die so eingefädelt. Und dann haben wir hier die Münze, die hier mit einem Lederband daherkommt. So, was haben wir hier? Auf der einen Seite haben wir hier wieder die beiden Kontrahenten. Wir lesen hier 2020 Artefakt Gemini. Das Ganze ist hier wirklich geprägt. Man kann hier wirklich alles fühlen und das ist auch hier entsprechend verarbeitet. Und auf der Rückseite lesen wir auch wieder Gemini Artefakt 2020 mit dem Artefakt Logo. Ja, kommt hier mit so einem schwarzen Lederbändchen. Kann man dann hier entsprechend öffnen oder noch enger machen und dann natürlich am Hals oder wo auch immer man möchte, tragen. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Halskette, dieses Halsband hier mit dem Münzanhänger. Das Ganze kommt hier in dieser Schatulle, in diesem kleinen Teil hier. Dann haben wir die beiden Schweißbänder in schwarz, beidseitig bestickt. Dann das Metallplektron hier mit dem Zwilling-Logo auf der Vorderseite. Die unterschriebene Autogrammkarte, alle vier Herrschaften haben hier unterschrieben. Dann gibt es den Sticker im Querformat. Die Bonustracks, die zwei Bonustracks hier in der Papphülle. Die vier unterschiedlichen Plastikbecher und natürlich das Album an sich. Gemini im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box Gemini von Artefakt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Artefakt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.